Die Feuerwehr Lauterbach wurde heute Nachmittag alarmiert zu einem H1, also kleinere Hilfeleistung im Stadtgebiet nach einem starken Regen, der hier lokal in Lauterbach aufgetreten ist. Im Nachhinein entwickelt sich der Einsatz zu 4 Einsatzstellen im kompletten Stadtgebiet, ausschließlich in der Kernstadt, die von der Feuerwehr jetzt abgearbeitet wurde. Hier stand das Wasser im Keller sehr hoch, ne? Hier in diesem Keller stand das Wasser relativ hoch. Hier waren wir erst bei 30 Zentimetern. In den anderen Gebäuden war es ein ganz Stück weit niedriger. Im Einsatz war die Feuerwehr Lauterbach Mitte mit insgesamt 15 Einsatzkräften und hat diese 4 Einsatzstellen abgearbeitet. Also damit seid ihr jetzt durch, oder? Wir sind jetzt nach ungefähr einer Stunde Einsatzzeit mit den 4 Einsatzstellen durch. Gab es denn Verletzte irgendwie? Nein, es gab keine Verletzte, es gab auch keine größeren materiellen Schäden. Die Gebäude mussten von Wasser befreit werden. Für die Besitzer und Eigentümer der Wohnungen immer eine sehr missliche Lage, immer sehr schwierig, weil das dann auch mit Schäden verbunden ist. Aber die Feuerwehr konnte relativ schnell die Einsatzgeschehen abarbeiten.